Ende September 2024 in Wernigerode. Ganz in der Nähe der Geschäftsstelle Harz der IHK Magdeburg empfängt deren Geschäftsführer Ralf Grimpe Gäste aus Franken. Genauer 18 Touristiker der IHK für Oberfranken und Bayreuth. Sie kommen aus den verschiedensten Bereichen und sind selbstständig in der Hotellerie, Gastronomie und im Tourismusbereich tätig. Die Gäste sind auf einer dreitägigen Trendtour, wie sie es nennen, durch den Harz. Erfahrungsaustausch steht dabei im Mittelpunkt. Heute waren sie mit der Schmalspurbahn auf dem windigen Brocken. Ein Besuch der Rappoldetalsperre stand auch auf dem Programm. Nun folgt ein Stadtrundgang durch Wernigerode. Der Stadtführer übernimmt also die Gruppe. Vorbei geht es am kleinsten Haus Wernigerodes und an den verschiedenen Epochen des Fachwerkhäuserbaus. Auch wenn das Wetter nicht ideal ist, die Gruppe ist sehr interessiert. Das Highlight ist für die Besucher natürlich das Wernigeröder Rathaus. Und auch der berühmte Goethe-Weinrebstock und ein Blick auf das Schloss darf nicht fehlen. Nach einer guten Stunde kommt die Gruppe an der Geschäftsstelle der IHK an der schönen Ecke wieder an. Was ist eigentlich das Ziel der Reise unserer Gäste? Auf der einen Seite, mit unserer Trendtour wollen wir natürlich auch sehen, wie sich andere Regionen entwickeln und vielleicht das ein oder andere Netzwerk knüpfen mit den örtlichen Touristikern hier. Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, und wir machen solche Reisen seit vielen Jahren, dass der Blick über den eigenen Tellerrand extrem wichtig ist, um den Blick zu schärfen, um zu sehen, was machen Kollegen, wie präsentieren sich andere Regionen. Und da ist der Harz natürlich ein tolles Ziel. Also erstens haben wir festgestellt, dass die Regionen sich total ähnlich sind. Wir kommen aus Oberfranken, eine Mittelgebirgsregion. Wir haben die Weltkulturerbestadt Bamberg, Sie haben Wernigerode und den Harz. Das ist ähnlich. Und beide haben die Herausforderung, dass sie uns präsentieren müssen im Konzert mit großen Destinationen wie den Alpen oder der Nordsee, den Inseln. Und sich da ein bisschen was abzuschauen und zu sehen, wie gesagt, wie sich die Kollegen auch präsentieren in den Hotels, was für Angebote sie machen, wie sie sich auch auf Messen darstellen, das ist der große Lerneffekt. Es geht in die gemeinsamen Beratungen. IHK-Vizepräsident Nils Appelt begrüßt die Gäste nun offiziell und informiert über die IHK Magdeburg. Der Hausherr Ralf Grimpe gibt interessante Informationen zur Wirtschaft im Harz und weist darauf hin, dass der Harz die wirtschaftsstärkste Region des Kammerbezirkes ist. Carola Schmidt, die Leiterin des Harzer Tourismusverbandes, präsentiert den Gästen aussagefähige Zahlen und Fakten. Genau das wird von den Gästen sehr geschätzt. Der Erfahrungsaustausch, auch vor Ort, ist sehr offen und das kommt gut an. So geht es auch um die Wirtschaftskraft des Tagestourismus im Vergleich zu Übernachtungsgästen. Michaela Nitsche, Assistentin der Geschäftsleitung der Tourismus GmbH Wernigerode, ergänzt mit sehr aktuellen Zahlen zur Tourismusentwicklung. Die Gäste bedanken sich sehr für die Gastfreundschaft, aber auch die Gastgeber sind sehr zufrieden. Ja, ich bin begeistert, dass wir hier so einen guten Eindruck hinterlassen für eine Region. Die Franken, das ist ja auch eine große Urlaubsregion, aber die kommen hierher, gucken sich an, was wir zu bieten haben, und da können wir nur glücklich sein drüber, und wir werden uns revanchieren und, denke ich, auch mit einer Delegation über die IHK dorthin fahren und uns mal aufklären lassen, wie schön Urlaub dort im Franken sein kann. Das war schon überwältigend auch, dass die Touristiker aus Frankenland sagen, behaltet eure Schmalspurbahn, denn das ist euer Highlight. Das kriegen wir so gar nicht mit in unserer kleinen Destination. Wir diskutieren viel darüber, brauchen wir die HSB noch? Und wir erkennen, der Tourist von außerhalb sagt, ja, wir brauchen die und sollten daran festhalten. Und das ist ein wichtiges Signal.